Ja, hallo Freunde der Spiegeltouren, willkommen zurück bei Jurassic Park Evolution. Wir warten darauf, dass unsere Dinosaurier zurückkommen in der Mission Feldtest. Währenddessen haben wir... Ach, bin ich so ein Idiot. Ich habe letztes Mal noch gesagt, ja, wir müssen ja gar keine Dilophosaurus-Leute mehr freilassen, weil soziale Gruppe ja nur 1 bis 8 oder irgendwas ist. Oder 5 oder was auch immer. Aber ich brauche sie ja eigentlich doch. Wir schicken die mal ins Gehege. Hier links. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Wo die Sarah... Dauria, oder wie sie hießen, drin waren. Produkt wird eingesammelt. Das habe ich vergessen, zwischen den beiden Parts mir die Nase zu putzen, weil ich eine Nachricht bekommen hatte. Fail. Naja, es gibt Schlimmeres. Und der T-Rex guckt ein bisschen über den Zaun. Oh, da sind ja lauter Dinosaurier, die ich essen könnte. Ah, dann esse ich doch lieber den ganzen Scheiß, der bei mir hier rumlungert. Verstanden. Wir haben da ein neues Angebot. Warten Sie nicht zu lange. Nein, kann ich nicht machen. Wir brauchen Sicherheit. Man kann immer noch ein paar Probleme mehr lösen. Schauen Sie sich den Auftrag an. Deinonychus, das waren die... Egal, also auf jeden Fall, ich glaube, ich habe die... Die wir sind, glaube ich, im nördlichen Gehege drin gewesen. Und ansonsten, er sagt ja nur, ich muss den freilassen. Ich muss ja nicht... Er muss ja nicht lange leben. Ich kann ihn auch direkt verkaufen. Mit Heilungsmodifikation. Deinonychus mit Heilungsmodifikation. Komm mal her. Starke Heilung. Ich will nicht drüber reden, aber ich habe gerade dran gedacht. Ich habe dran gedacht, verdammte Scheiße, es gibt ja gar keinen... Also es gab schon lange keinen Sturm mehr. Und ich weiß, man sollte sowas nicht denken, weil es tritt ja ein. Sobald man sowas denkt, tritt so eine Scheiße ein. Da kommt jetzt der T-Rex an, ne? Wir müssen den T-Rex, der da drin ist, erledigen. Produkt zugestellt. Oh Mann, ey. Wo ist der RCU-Helikopter? Wir haben keine Zeit. Da kommt er. Gut, dass sie vom Gehege her gerade in den unterschiedlichen Richtungen sind. Sie hätten uns nichts beweisen müssen, aber ihr Einsatz hier hat Eindruck hinterlassen. Gute Arbeit. Bestätigt. Ja, großes Kraftwerk freigeschaltet. Kommt auf die Liste. So, halt den. Und betäubt den T-Rex. Komm, das ist so ein großes Ziel, das werdet ihr wohl super schnell hinkriegen. Blüpp. Da können wir 1,3 Millionen machen. Krank, Tollwut. Wenn Dinosaurier Tollwut kriegt, ist das wahrscheinlich nicht so geil. Aber es müsste jetzt gleich die Ranger-Einheit kommen und den heilen. Mit einem Medizinfall.
Sehr schön. Und den T-Rex kriegen wir auch noch weg und verkauft. Da kommt die Ranger-Einheit. Produkttransport im Gang. Ich glaube, sie haben ihn getroffen. Achso, das Genom haben wir auch schon fertig. So, Tollwutquellen sind alle besiegt. Forschungstechnisch gibt es auch nichts. Große Kraftwerk stellt 100 Strom her. Und nicht mehr nur 80 und hat bestimmt 5, ja, hat 5 Upgrade-Plätze anstatt 3. So, jetzt muss der nur noch was trinken und dann ist alles gut. Trink was, kleiner Freund. Ein CAT 004. Obwohl, wir können ihn auch in das Zwischending hier schicken. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Den könnt ihr direkt betäuben. Oh mein Gott, er ist schon sofort da. Sie wissen, wie man Probleme löst. Das ist eine wertvolle Eigenschaft, vor allem hier in der Gegend. Produktzustellung bestätigt. Der Dilophorus muss weg da. Ich glaube, das war das Gehege. Nein, verdammte Scheiße. Oh, Dilophorus war links. Ach, wenn die betäubt werden, ist das so süß. Ceratosaurus, du warst hier links, immerhin. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Sozialisiert sich. Mit wem? Mit den Ziegen? Du bist alleine in dem Gehege. Anscheinend hat es mit der Ziege gesprochen. So, du auch rüber zu deinen Kollegen. Und ich denke mal, den einen können wir nicht retten. Egal, was wir tun. Wir brauchen noch ein ganz, ganz wenig bei Sicherheit. Halten wir uns nicht mit den Details auf. Im Großen und Ganzen ist das ein solider Auftrag. Ja, aber was können wir denn noch ausbrüten? Wie viele Dilophosaurier dürfen zusammenleben? Was sagt das? Bis zu 12 in der sozialen Gruppe. Zustellung abgeschlossen. Thank you.
Oh nein, ich hab's gehört. Also falls jetzt wirklich ein Sturm kommt, ja, da ist sie. Oh, bitte normaler Sturm und nicht irgendwas mit Tornado. Ich bin so froh, wenn ich wieder Licht habe. Geben Sie mir lieber 2 Minuten. Es ist nämlich ein Tornado unterwegs bei uns. Wenn er den Kurs beibehält, geht er genau durch die Hauptanlagen. Das kann ja wieder ein Spaß werden. Dreht er vielleicht noch weit genug ab. Strom haben wir wenigstens. Durch die Kraftwerkanlagen ist er durch. Hier wurde auch schon alles direkt repariert nach dem Sturm. X. Noch Leute im Aussichtspunkt. Nee, gib mir noch mal 2 Minuten. Klare Wetterbedingungen bestätigt. Ey, die können gar keine Gefahr für die Gäste sein, weil ich den Soundtrack repariert hatte. Aber was ist das Problem? Soziale Gruppe 3 bis 8. Wenn Dinge schief gehen, an wen wendet man sich? Sie haben es schon gar... Das war wahrscheinlich wegen dem Sturm, hatten die ein Geborgenheitsgefühl verloren, beziehungsweise waren ein bisschen angepisst, dass sie hier eingesperrt sind. Unterwegs, um Futterstation zu füllen. Die geraten ja auch ein bisschen in Panik, wenn Sturm ist. So, wollen wir die Schutzräume wieder öffnen? Alle Schutzräume geschlossen. Liebe Gäste, bitte verlassen Sie Ihre Schutzräume wieder. Wir sind wieder safe. Und ich höre, dass irgendwo noch jemand gegen die Wand schlägt. Wenn es einen neuen Auftrag gibt, weiß ich, an wen ich mich zuerst wende. Unterwegs. Randa, Randa, Randa. Schutzräume aufmachen.
Der T-Rex versucht auszubrechen. Der T-Rex ist ausgebrochen. Betäubt ihn. Shit, ich habe schon wieder vergessen, in welchem Gehege er ist. Ich glaube, das war hier oben. Ja. Reparaturtrupp meldet sich zurück. Oh nein, der hat jemand gefressen. Er frisst ihn wie eine Ziege. Warum sind eigentlich so viele Menschen noch hier draußen unterwegs, ey? Da ist das Sicherheitsteam. Wird Zeit, schlafen zu gehen, Dicker. Produkt muss eingesammelt werden. Kein Problem. Fahrt das Kraftwerk wieder hoch. So, ihr zwei, euch hatte ich rausgelassen. Ihr müsst sofort eingeschläfert werden, damit wir euch verlagern können. Und da ist unser Kranker angekommen. Sabotage beseitigt. Produkt wurde eingesammelt. Ach, das mit dem T-Rex ist so kacke, ey, weil es wirklich um Minimum geht, ey. Also an Platz, was bei ihm fehlt, um sich wirklich wohlzufühlen. Zustellung wurde abgeschlossen. Deshalb machen wir die Ränder ein bisschen größer, vielleicht hilft's ja was. Ja, Grasland wird als ein bisschen mehr wahrgenommen. So, unser neues Ziel wurde schon geheilt, hat noch kein Wasser getrunken, das macht er jetzt aber, und dann müssen wir die Mission endlich geschafft haben. Und haben wir... Oh, wir haben den Suchumimus freigeschaltet und die Sicherheitsabteilung wird wahrscheinlich... nicht Sicherheit, sondern die Abteilung von Unterhaltung wird uns nerven. Aber wir haben die Mission abgeschlossen. Alter, hat sie das eh gegessen. Gigantosaurus ist jetzt verfügbar. Das können wir abhaken. Job erledigt. Sie haben das halbwegs gut gemacht. Und darum ging es hierbei. Ich habe gerade einen interessanten Bericht gelesen. Offenbar haben einige Dinosaurier seltsam unnatürliche Verletzungen. Wissen Sie zufällig was darüber? Ein kleines Nebengeschäft, das wir nützen sollten. Oh, diese Dino-Kampfsache klingt schrecklich, hä? Ich kann's kaum erwarten, das zu sehen. Wirst du aber nicht mehr, weil wir können die Insel verlassen. Jedenfalls, sobald wir nicht das mit den Kampf siegen, sondern die Forschung abgeschlossen haben, die wir hier noch haben. Dann können wir auf die neue Insel rübersiedeln und haben die Nacht hinter uns gelassen, Gott sei Dank. Es war ganz schön, was in der Nacht zu sehen, aber doch nicht die ganze Zeit. Vor allem, was mich ein bisschen stört hier an der Nachtinsel, ist, du hast ja keine vernünftigen Möglichkeiten, hier großartig was auszuleuchten.
Wisst ihr, was ich meine? Isla Mantaquero. Ach, den kann ich da noch freischalten. Ach, sehr schön, dem T-Rex geht's gut. Wenn wir das mit den Kampfsiegen noch machen wollen, dann muss ich dem einfach nur einen Partner geben, der schwächer ist. Wie zum Beispiel ein Ceratosaurus. Der jetzt nicht besonders modifiziert wurde. Und deshalb schlechten Verteidigungswert, schlechten Angriff hat und günstig in der Ausbrütung. Wir können ihn auch gegen zwei Ceratosaurus kämpfen lassen. Natürlich nicht gleichzeitig. Sowas funktioniert ja nicht. Nee, hier habe ich alles richtig gemacht. Produkt transportiert. Also in Bezug auf die richtigen Dinos zum richtigen Ort bringen. So, ihr habt ein Spaßproblem. Noch 2 Minuten. Das geht richtig komfort mit der Folge heute. Von der Zeit her. In 2 Minuten ist noch mein Timer abgelaufen. Ich denke, wir müssen ihn sogar nur einmal kämpfen lassen, weil er... Ah nee, da ist ja ein anderer. Achso, um die Hälfte der Bewertung des Verlierers wird zugerechnet. Also, modifiziert, Kampf gegen modifizierten Gegner bringt mehr als gegen halt Standardgegner. Das will das Spiel einem erzählen damit. So, holen wir den Inventarplatz hoch. Zugriff auf Deluxe-Fossilien. Ah, sehr schön. Such Omimus. Den haben wir fertig als Genom. Dann haben wir die 3 hier.
Das ging schnell mit dem Gigantosaurus, den freizuschalten. Wir haben da ja zwei Expeditionen in die Richtung geschickt, wenn ich mich noch recht entsinnen kann. Kommt total super. Kleines Stück weit hier und man findet den T-Rex wieder nicht, weil der hier sich als Baum tarnt. Ach, es ist wieder so ein sonniger Tag. Ach nee, es ist einfach dunkel. Ceratosaurus. Mumpels. Aufgabe erhalten. So, Freunde der Spiegeltour, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Jurassic World Evolution. Ich würde Ihnen stark empfehlen, diesen Auftrag anzunehmen. Ja, brauchen wir jetzt nicht. Bis dahin einfach schönen Tag noch, euer Imperator. Ciao.